Also ich wollte schon immer im Hotel arbeiten, seit ich 5 Jahre alt bin. Ich habe wirklich als Kind gesagt, Mama, ich möchte immer im Hotel oder ich möchte irgendwann mal im Hotel arbeiten. Ich finde es unglaublich toll, Menschen glücklich zu machen. Und wenn ich am Sonntag an der Rezeption stehe und sehe, dass die Gäste glücklich und zufrieden nach Hause fahren, das ist das, was mir ehrlich gesagt besonders viel Spaß macht. Ich habe mal Fernsehen, eine Dokumentation gesehen, hat ein Koch einen prägenden Satz für mich gesagt, dass der ging, Koch ist ein gesunder Beruf, und da war ich glaube ich 13 oder 14 Jahre alt, da war das für mich klar. Es ist auch dann, wie gesagt, schön, ein Feedback von den Gästen zu bekommen, wenn es dann halt eben auch passt, wenn es geschmeckt hat. Und die Gäste halt eben dann halt mal ein Lob in die Küche schicken, das ist halt eben, ja, das ist eben Gold wert. Ich möchte, dass die Gäste sich während ihres Aufenthalts einfach wohlfühlen. Wenn die in die Zimmer kommen, sie begeistert sind und sagen, Mensch, ein schönes Zimmer, das ist für mich so, das ist einfach was für die Seele. Wenn das alles liebevoll gemacht ist und der Gast sieht das und spricht einen noch drauf an, das ist einfach ein tolles Gefühl. Gefällt dir speziell hier? Ja, es ist ein bisschen familiärer, ne? Also wir haben eine schöne Teambildung, das Familiäre kommt sehr gut durch. Wir haben individuelle Arbeitszeiten, die wir uns ein bisschen einteilen können. Ja, und einfach die Sicherheit und das Vertrauen vom Arbeitgeber, ne, in meine Arbeit, ist geschätzt werden. Also ich finde hier bei der Ritter von Grabsky Privathotels, dass man sich als Mitarbeiter sehr geschätzt fühlt. Die Atmosphäre im Betrieb ist wirklich super. Die Abteilungen arbeiten wirklich perfekt zusammen. Und ich fühle mich einfach wirklich wohl hier. Wenn die Hausdame im Frei ist oder Urlaub hat, dann darf ich die Abteilung übernehmen. Ich bin natürlich auch, ich freue mich darüber, dass mir diese Abteilung auch anvertraut wird vom Arbeitgeber. Ja, also das macht mich schon stolz auch. Und das Team halt zu leiten. Wie viel seid ihr denn im Team? Wir sind, jetzt muss ich ungefähr 16, 17, ja. Ne, wie gesagt, und wie gesagt, den Tag zu gestalten mit dem Team, das Team einzuteilen, wer was macht, wenn Probleme da sind, die zu lösen. Dass man kreativ sein kann, gerade auch jetzt hier im Schindelbruch, man bekommt sehr viele Freiheiten, man kann wirklich sich selbst verwirklichen, das finde ich sehr schön. Und halt eben das mit den Produkten, dass man halt mit tollen regionalen Produkten arbeiten kann, das ist halt sehr schön. Ja. Das ist halt das, was ich auch an dem Beruf so liebe. Von damals hier, also ich war vor 12 Jahren schon mal hier, ein Jahr. Und da hat sich der Kontakt halt eben noch gehalten, und ich wollte halt auch wieder ein bisschen zurück in die Heimat. Ich war jetzt lange genug außerhalb der Heimat, und dann habe ich einfach mal einen Kollegen angeschrieben und er hat gesagt, komm doch einfach mal vorbei, und dann bin ich wieder hergekommen. Ja. Okay. Hat sich jetzt auch ein bisschen was getan in dem Hotel, es ist größer geworden, schöner geworden, ja. Ja, und wie gesagt, jeder ist für den anderen da, wenn er mal Probleme hat oder wenn es einmal nicht so gut geht, oder hier gibt es immer jemanden, der einen aufhängt und sagt, Mensch, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Also man ist hier nicht alleine. Fühlt sich wirklich sehr geschätzt hier. Man bekommt sehr viel Vertrauen von der Arbeitgeber. Genau, und wie gesagt, meine Kollegen, einfach die Mitarbeiter, die machen das einfach irgendwie besonders hier. Gibt es denn hier auch Benefits, die attraktiv sind für dich als Mitarbeiter? Ein Dankgutschein, es gibt das normale Personalessen, die Mitarbeiterkleidung, die Kick-Off-Party, die Weihnachtstombola und sowas. 2 Tage Sonderurlaub, wenn man das möchte, im Jahr kann man sich auswählen. Ey, das ist ja super cool, ne? Als Familienvater. Genau. Ist so bisher Highlights oder ein Highlight in deinem Berufsleben? Hast du da so einen besonders schönen Moment für dich, den du nicht vergessen wirst? Oder bizarren oder lustigen? Naja, Highlights haben wir eigentlich jedes Wochenende. Wir haben meist immer Hochzeiten drin. Und das ist immer der schönste Tag im Leben für die Gäste, ne? Und das ist immer ein Highlight, jedes Wochenende sozusagen fast, ne? Wenn wir die Hochzeiten haben. Man muss den schönsten Tag im Leben ausstatten, ne? Und das soll halt zum schönsten Tag werden. Wird es auch. Also es sind wirklich viele Momente, die ich hier erlebt habe, wie zum Beispiel mein erster Arbeitstag. Die haben mich alle so herzlich empfangen hier im Schindelbruch. Oder mein Tag als Hausmeisterin hier im Schindelbruch. Ich war einen Tag bei der Technik gewesen und habe ich auch verschiedene Sachen erlebt. Und auch das war zum Beispiel auch total lustig. Oder unser Team-Event mit unserem Team, mit der Empfang. Ja, es waren einige schöne Momente hier im Schindelbruch. Für mich damals, wo die Frau Kiefer mich gefragt hat, ob ich die Hausdamenassistentin ausführen möchte.
Das war für mich ein sehr emotionaler Moment, wo die Frau Kiefer mich das gefragt hat, ob ich die Hausdamenassistentin ausführen möchte. Ist da einen kleinen Neffen bekommen und die waren halt hier im Hotel und den konnte ich auf die Schulter nehmen und konnte halt mit ihm durch die Küche laufen und wirklich voller Stolz sagen, guck mal Kleiner, hier arbeitet dein Onkel. Ich liebe meinen Job, weil ich fast genau das mache, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ich liebe neue Herausforderungen zu lösen und neue Aufgaben anzunehmen und ja. Die hat man jeden Tag, oder? Die hat man jeden Tag. Es gibt so viele verschiedene Gäste, es gibt so viele verschiedene ja. Situationen. Ich liebe meinen Job, weil ich gerne mit Gästen zu tun habe. Ich mag es halt, Gäste zu begeistern, ne? Gäste genau da zu treffen, wo sie denken, wo sie nie hinkommen würden, ne? Mit dem Weingeschmack her. Von alleine, das finde ich halt schön, das begeistert mich. Ich liebe meinen Job, weil ich stolz darauf bin, in einem so tollen Hotel zu arbeiten.